Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Heute nehme ich euch mit auf das Achievement Level 4000 nach Transcendent. Also beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich das jetzt gleich knacken kann und dann nehme ich euch mit auf die, es dürfte inzwischen die vierte Transcendent sein, also die vierte Transcension, und erzähle ein bisschen wieder, wie die Strategie bisher funktioniert hat, was so meine aktuellen Schwerpunkte sind, wie ich weitermachen will, und ja, gehen wir gleich mal direkt ins Spiel, weil heute habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, dass der Combo-Clicker schon auf 135.000 steht, ganz einfach, weil ich eben die nächsten Level mit euch noch schaffen möchte, indem ich dann hier die Boni nutze und so weiter. Dafür werde ich dann natürlich jetzt das Dark-Ritual nur einfach benutzen, ohne die Verstärkung, weil ich eh gleich resette. Und eben nochmal so ein kurzer Hinweis, was machen so die aktuellen Zahlen aus, weil bevor ich jetzt gleich loslege und hier dann weiterlaufe, die letzten 5 Level. Meine aktuelle Beobachtung, weil ich habe ja dann noch ein bisschen genauer jetzt versucht darauf zu achten, wie das hier mit den Heldenseelen ist, wann die eigentlich ansteigen. Und im Moment ist es so, dass sie alle 5 Level um ziemlich genau 1,6 hoch 9 ansteigen. Allerdings habe ich noch keine genaue Erklärung gefunden, wovon dieser Wert tatsächlich abhängt. Weil hier habe ich zumindest auch wieder einen Urboss. Und eben, ich habe natürlich jetzt schon längst wieder hier den Maximum Primal Reward erreicht, weswegen ich natürlich auch die Transzendent dann eingeplant habe. Ich werde auf jeden Fall mit 10 Heldenseelen, mit 10 Ascendant Souls dann wieder weitergehen können und werde auch die Primär hier in den Senkung der Ascendants dann wieder investieren. Also so verschiedene Vermutungen, ob das jetzt eventuell hiermit zusammenhängt und dann kombiniert mit der Chance auf Urbosse zum Beispiel, aber so ganz gehen halt die Zahlen alle nicht auf. Also ich komme auf keine Rechnung so direkt auf genau 1,6 hoch 9, und so wie es aussieht, ist auch noch ein geringer, also sehr kleiner Anteil damit, wie viele Heldenseelen ich gesammelt habe, weil ich glaube, nach dem letzten Aufstieg ist es hier um 0,001 hat sich hier, glaube ich, eine Zahl verändert, nachdem ich das Spiel dann wieder gestartet habe. Also da werde ich gleich nochmal schauen, ob sich das direkt irgendwie sichtbar macht, nachdem wir hier den normalen Akzent, also den normalen Aufstieg gemacht haben. Aber jetzt erstmal Abschluss Achievement und Level 4000. Aber natürlich nicht vergessen, das normale Durchwandern einzustellen. Also so wie es aussieht, sollte es kein Problem sein, wenn die Boni lange genug aktiv bleiben. Und dann geht es gleich in die Transcending. Gut, damit ist das Achievement Transcend Zone Explorer ist erreicht. Damit kann ich auch diese Folge dann entsprechend diesem Achievement nennen, weil das sozusagen der kleine Schwerpunkt oder der kleine Gimmick an der Stelle war. Weiterlaufen muss ich es lassen, muss ich es jetzt nicht. Ihr seht jetzt hier 7 hoch 11. So, wenn der nächste jetzt 27, also genau wieder 0 hoch 16 dazugekommen. Also so in etwa jedenfalls. Also das soweit zum aktuellen Status. Also ich werde jetzt hier nicht mehr großartig weiterlaufen, außer natürlich noch den, einen machen wir noch, dann bekomme ich noch einen Multiplikator dazu. Wobei, stimmt, dann nützt mir ja auch nichts, weil die bleiben mir alle nicht erhalten. Also, was soll's. Dann kann ich die letzten Heldenseelen zwar nochmal öffnen und euch zeigen, okay, diesmal habe ich sozusagen den Rat vom letzten Mal auch noch weiter umgesetzt, weil ich es auch eben schaffen wollte bis zu den 4000 und hatte die ganzen Geldenpunkte auf die letzten 3 eingesammelt, aber die letzten werde ich jetzt auch nicht mehr verteilen, weil das bringt eh nichts mehr. Weil jetzt geht es darum, nochmal die letzte, den letzten Aufstieg zu machen und hier zumindest die Hälfte letztlich einzusammeln. Aufstieg, jawohl. Und hier dann wieder noch ein kurzer Blick eben auf die Antiken. Inzwischen
habe ich eben diese Strategie verfolgt, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Schadensbonus von 5,3 hoch 13 und hätte den jetzt hier entsprechend, also das spielen wir nochmal kurz durch, als würde ich jetzt noch weiterspielen, so 5,5, das heißt dann, das reicht dann schon soweit, um das auszugleichen und die restlichen Heldenseelen kann ich dann hier wieder verteilen. Hier könnte ich jetzt nochmal eine Chance auf Urbosse und so weiter machen. Die anderen hatte ich inzwischen alle bis auf 30 hochgelevelt, weil die hatten halt hier hoch 8 irgendwas. Das heißt, es war sozusagen ein Bruchteil von den Heldenseelen, die ich aktuell verteilen kann. Ansonsten natürlich hier die Urheldenseelen auf 70.000, den hier auf 1 Million und so weiter. Aber soweit wie gehabt, auch hier sozusagen die anderen, den Tippschaden, wo ich ja jetzt gerade die über 100.000 Klicks sozusagen angesammelt hatte, um den Schaden zu erhöhen. Ja, all das wie gehabt. Und eben das Wichtige oder das, was von der Strategie her wichtiger wird, wo ich jetzt auch mehr darauf achte. Zum einen habe ich jetzt wahrscheinlich ohnehin, dass ich 1-2 Tage brauche, bis ich wieder ja, auf die Mercenaries zugreifen kann. Und deswegen habe ich jetzt zumindest zwei von denen, erstmal jetzt, die hatten 48-Stunden-Quest, davon ist jetzt schon bald die Hälfte rum bei dem einen. Und das Wichtige ist, der hier gibt mir hoffentlich, wenn er noch die in 24 Stunden durchhält, dann 12 Relikte und der andere hier nochmal 7 Relikte. Das heißt, ich starte dann die nächste Runde, zumindest nach dem ersten Durchlauf, mit einer guten Basis an Relikten, weil meine aktuellen sind letztlich auch hier zu einem Level gekommen. Das heißt, es kostet jetzt über 16.000, die überhaupt noch ein Level hochzubringen. Dafür haben sie alle aber auch ziemlich gut sozusagen an den Urbossen Anteil genommen. Also um nochmal hier den Gesamtfaktor anzuschauen. Das heißt, 38 Level habe ich natürlich selber gemacht und dann habe ich nochmal 20 Level, die letztlich nur über die Relikte reinkommen, weswegen der Bonus hier auch so hoch ist. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Bonus tatsächlich wäre, wenn ich nicht die 20 Level über die Exzellenz-Relikte hätte. Auf jeden Fall ist es sozusagen 4 zu 10, also 2 zu 5, dass wirklich ein Urboss auftaucht. Auf der anderen Seite, ihr habt gesehen, dass die, beziehungsweise es ging nachher ziemlich schnell, aber als ich ihn kurz gezeigt habe, dass im Verhältnis zu dem Prima-Rewards das ziemlich wenig ist. Deswegen bin ich auch noch am Überlegen, also den Idle-Bonus werde ich nicht weiter hochheben, weil das hat jetzt so schon ganz gut funktioniert und mit den Belohnungen und den Accidents geht es eigentlich besser, dass ich mir die Accidents kaufen kann, als dass ich hier nur einen direkten Bonus bekomme. Weil ein weiteres Level, wenn der jetzt hier um 100 ansteigt, das ist ja gerade mal 5%, die das ansteigen würde, sozusagen im Verhältnis. Genauso ist das Effectiveness of Solomon, es nutzt mir relativ wenig, hier die Basis wirklich hochzubringen, wenn ich ja jetzt eh schon, ich weiß nicht genau, wo es jetzt beim letzten Mal angefangen hat, jetzt inzwischen das Maximum erreicht zu haben, aber wahrscheinlich 500 bis 800 Level, also irgendwie um die 3000 rum wird es auf jeden Fall inzwischen gewesen sein. Das heißt, es lohnt sich auch nicht da früher ranzukommen, indem ich das hier eventuell anhebe, sondern eher im Gegenteil. Ich würde hier noch also erstmal hier versuchen wahrscheinlich 5 Level, also 4 Level, das heißt dem das auf 16 zu bringen, vorausgesetzt es bleibt bei 2. Und dann würde ich die anderen 2 einfach hier in Warp investieren, das heißt dann würde ich hier von 5,5 auf 6,5%, genau, es würde ja dann um 1% hochgehen. Und ich gehe aber davon aus, dass das auf dem 5% basierend bleibt, also das werde ich ja gleich sehen. Und hier geht es sowieso ein Stück hoch, weil die Transcendent Power wird ja dann aufgrund der 10 Accident Souls ja, um weitere 5% ansteigen, also um 0,05%. Und deswegen Respec brauche ich an der Stelle sowieso nicht. Also schauen wir mal, ob das soweit klappt. Also 45% habe ich jetzt Nachlass gehabt. Gut, es bleibt bei 2. So, 4 habe ich jetzt noch. Und dann gebe ich die anderen 2 jetzt hier aus. Mal schauen. 6% und 6,5%. Genau, es bleibt also auf dem Basis von 5% stehen. Und damit sind die jetzt von hoch 9 auf 3,2 hoch 11 soweit angestiegen. Was dann auf jeden Fall eine ziemliche Möglichkeit sein sollte, weit über die 4000 dann auch hinauszugehen und sich das dann trotzdem mit den Primal Rewards noch lohnt.
Und ja, jetzt bleibt mir wieder sozusagen die langwierige Arbeit zu sagen, okay, Monster klicken und Monster klicken und dann wieder nach und nach die ganzen Sachen freizuschalten. Eine Besonderheit noch oder eine Sache, die ich so nebenbei beobachtet habe, also hier seht ihr jetzt, die sind ja jetzt wieder auf 7 Heldenseelen sozusagen zurückgesetzt. Da werde ich jetzt diesmal mal noch ein bisschen genauer beobachten, wann die jetzt aufsteigen und in welchen Schritten sich welche Sachen bemerkbar machen. Ich vermute, am Anfang sind tatsächlich die Seelen, die man selber einnimmt, relevant. Genauso wie es ja auch bei der Belohnung für die Gilde selber war, dass ja da auch am Anfang das ziemlich stark ansteigt in Bezug auf die Seelen, die man selber eingesammelt hat. Und später wird es dann deutlich abhängiger oder später ändert sich eigentlich der Wert kaum noch. Deswegen dann sozusagen weniger darauf zu achten, sondern wahrscheinlich dann auch mehr davon abhängig, in welchem Level man sich befindet. Und genau, zu den Zeiten wollte ich noch sagen, also es war jetzt die vierte Transcension, die erste, beziehungsweise nach der ersten hat es dann, glaube ich, eine 7 Tage gedauert, weil ich vor allen Dingen auch einen Respec machen wollte. Die dritte hatte dann, da habe ich dann schon 2 Wochen gespielt und jetzt waren es über 22 Tage, also fast 3 Wochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so weitergeht, sozusagen, ob sich das immer weiter deutlich verlängert, bevor es sinnvoll ist, den nächsten Transcend zu machen. Was auch nicht so verkehrt wäre, weil sozusagen die 1 bis 2 Tage, bis man hier wieder so einen vernünftigen Idle-Prozess hat, die ganzen Incidents wieder freigeschaltet hat, das ist schon ein bisschen lästig, dass, wenn man das so oft machen muss, weil man eigentlich schon am Ende der Primal Rewards gelandet ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es dauern wird. Zum einen eben hier die nächsten Incident Souls, also hier bis 500, das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern. Und ja, wie schnell es dann möglich ist, hier die nächsten Zonen zu erobern, weil schließlich von den Helden her ist es eh am Maximum. Und ja, auch wenn... Ja, jetzt kann ich da natürlich wieder noch nicht zugreifen, weil es auch nicht möglich ist, dort vorzeitig einzusteigen. Moment, jetzt kann ich hier zumindest die vergoldeten Helden kaufen. Aber ist egal, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde mich dann jetzt wieder an die Arbeit machen und sozusagen hier den Aufbau von vorne beginnen. Und bin mal gespannt, wie die Strategie weiter aufgeht. Im Moment bin ich zumindest soweit ganz zufrieden und... was wahrscheinlich darin liegt, dass ich vor allen Dingen nicht großartig vergleiche und mir bisher keine weiteren Strategien im Internet rausgesucht habe, was denn jetzt optimal sei oder wie man möglichst viel Accident Souls pro Stunde, pro Tag irgendwie zusammenbekommt, sondern einfach hier, solange ich noch einen vernünftigen Fortschritt spüre, zu sagen, okay, es ist immer noch spürbar, so das nächste Ziel, die nächste Moorrübe hängt irgendwie vor der Nase. Das, was ich hier noch am stärksten befürchte, sind die, oder das, was aus meiner Sicht noch am langwierigsten ist, sind diese blöden Sammelquests. 2500 Quests für diese verschiedenen Typen. Und da bin ich ja noch ewig weit entfernt. Mal gucken, hier sind die Mercenary-Quests, also gerade die Skill-Quest, die ja am uninteressantesten aktuell gewesen ist, mit 280. Also mal gucken. Vor allen Dingen, da man die 5-Minuten-Quests nicht gezielt aussuchen kann. Und man dann öfter in irgendwelchen stundenlangen Quests festhängt. Ich hoffe mal, dass da vielleicht noch irgendwas Komfortableres kommt. Was auch noch interessant wäre, wären irgendwelche Incidents oder vielleicht auch hier irgendwelche Ergänzungen, die einen Einfluss auf die Mercenaries haben. Weil es wäre natürlich schon praktisch, wenn man die Mercenaries in irgendeiner Form steigern könnte, in Form, dass sie mehr einsammeln, dass sie schneller aufleveln oder dass man vor allen Dingen mehr Mercenaries auf einmal haben kann. Das wäre, glaube ich, so das Wichtigste. Am besten so ein Accident, der vielleicht genauso langsam ansteigt wie die Primal-Geschichten, also wie das mit den Urbossen. Und wenn man da dann nach und nach vielleicht 10 oder sogar 20 Mercenaries oder halt auch am besten Unlimited Mercenaries freischalten kann, dann wäre das schon sehr hilfreich, überhaupt diese epischen Quests letztlich da zu erledigen, die einfach nur verdammt viel Zeit benötigen. Aber nun gut, ich bin gespannt, inwieweit das Spiel noch weiterentwickelt wird, weil ich hatte irgendwas, glaube ich, gelesen mit Clicker Heroes 2, was sozusagen angefangen werden soll zu entwickeln.
Also mal sehen, ob das Spiel hier dann noch irgendwelche Erweiterungen erfährt oder es einfach in dem Zustand letztlich verbleibt und ja, die neuen Ideen alle in das nächste Clicker Heroes dann gesteckt werden. Also, bis viel Spaß beim selber ausprobieren und erforschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!